Let's play Fallout 3. Ein Generator steht noch. Den müssen wir uns jetzt schnappen. Und ich weiß natürlich nicht wohin. In dem verschachtelten, blöden Raumschiff hier. Komme ich denn da hin? Sieht gar nicht so aus, als gäbe es da einen Weg hin. Und dann muss ich tatsächlich wirklich mit dem Teleporter wieder hoch. Keine Ahnung. Die Dinge muss ich mir mal merken, dass es irgendwelche Teleporter sind. So. So, jetzt wird das am Triebwerksraum. Wo sind die? Ah, okay. Sind die jetzt alle hin? Keine mehr da. Ich kann nicht da ein paar hacken oder sowas. Kann ich da was machen? Nein. Den kann ich nicht aktivieren, schade. Okay, das sind keine Bösen. Will mein Karma nicht verlieren. Aber das sollte mir gefälligst helfen. Jetzt probieren wir mal so ein angepasstes Alien-Gel. Ja, okay, mit Radiation kann ich leben, aber scheiße ist, der Arzt ist jetzt tot, der kann mir keine neuen mehr bauen. Oh fuck. Mistige Mistmister. Komm, lauf weg. Ah. Oh, oh. Das Rest vom Schützenfest? Hallo. Nee, den will ich. Oh. Ja, oh Mann. Das wollte ich doch gar nicht. Bin mir da reingelaufen. Ah. So. Wo muss ich hier hin? Wo muss ich hier hin? Vor allem, was ist denn das für ein Riesenschiff? Warum haben die eigentlich noch nicht angefangen, die Erde zu erobern? Nächste Fallout Invasion. Und da möchte ich noch mal ein überlegendes hinzufügen. Was soll ich hier oben? Moment, da war ich doch jetzt gerade unten. Warum habe ich mich jetzt so hoch hier teleportiert? Zum
wahrscheinlich einfach eher ein Ort von Stufe. Die könnten sich bestimmt mit dem Samurai unterhalten. So gut, dass wir hier rumgelaufen sind, weil es nichts bringt. Keine Ahnung. Ich finde die Map so scheiße. Wenn du leuchtest so. Ich mach das einfach mal. Da waren wir aber auch schon. Komme ich wieder zum Triebwerksraum, da will ich aber nicht hin. Also andere Richtung. Mal kurz nachladen. Wie wunderschön sich das nachladen lässt. Ich hätte das gerne für alle Waffen. Das muss doch irgendeinen Sinn haben, dass das so ein Teleporter ist, der mich da hochbringt. Weißt du, wie ich hier noch weitergeht? Das? Automisator. Den habe ich auch noch gar nicht ausprobiert, aber ich glaube, der Shit. Ich glaube das einfach mal. Kann man nicht aktivieren? Okay, dann habe ich hier mit Sicherheit schon wieder irgendwas übergesehen. Da geht bestimmt irgendwo runter oder rüber oder nach links oder nach rechts. Da unten war ich schon, okay. Was muss ich hier tun? Schauen wir mal wieder auf die Karte. Tja. Verwinkeltes Mistraumschiff. Was ist das da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wohin? Muss in die Richtung. Ist da irgendwo eine Tür, die ich nicht sehe, oder? Was ist das? Was ist das da? Ist das eine Truhe? Nee. Da ist doch nichts. Da geht's doch nirgendwo weiter. Muss ich an der Konsole irgendwas tun? Aha. Au. Tja. Wer sagt's denn? Lass die bloß nicht raus, Alien. Ja, das ist ein Schutzschild nicht mal an. Friss was. Was sehe ich denn gerade nicht? Ja, dich sehe ich.
Fatality. Und was haben wir dabei wieder gelernt? Ein Drohnenkontrollgerät wird benötigt. Leute, ich bin echt blind. Ich sehe nicht, wer da auf mich schießt. Da unten. Das Sacknase. Nein. So sind wir die am liebsten, ohne ihr dämliches Schutzschild. So, wo kriege ich jetzt so ein Drohnenkontrollgerät her? Drohnenkontrollgerät. Aha. So, ist sie jetzt böse? Bitte böse? Deine liebe Drohne. Ach komm, jetzt muss ich da irgendwas machen mit denen, ha? Ich sehe schon auf mich zukommen. Jetzt brauche ich bestimmt diese Drohne für irgendwas. Ah, da ist ja der Generator. Das ist ja schön. Ist es die jetzt? Mission accomplished. Ah, das ist der Teleporter. Das ist doch was. Diese Alien-Kristalle. Weh, die sind nichts wert. Die sind bestimmt Millionen wert. Wenn ich hier raus bin, werde ich reich sein. Einmal geradeaus rüber. Tja, nur noch ein Generator. Was ist das denn? Ich tue dir nichts. Ach, da sind die. Soll ich einen mitnehmen nochmal? Zellenausrüstung. Ja, war doch jetzt gerade eine. Wo ist denn jetzt hin? Ach, das ist ein Cowboy. Ein Generator muss noch hochgejagt werden. Ich finde, du solltest dich lieber darum kümmern. Jetzt verstehen wir. So. Komm mal mit. So, welche Tür ist es? Die folgt mir immer noch. Ab zum Hangar. Die Drohne ist mein neuer bester Freund. Irgendwas passiert jetzt? Und ich dachte, mich kann nichts mehr vom Hocker hauen. Was in drei Teufelsnamen ist das für ein Ding? Das ist ein UFO.
So was nu. Puh, keine Ahnung, was diese hohen, glänzenden Dinger da sind, aber ich würde mich an deiner Stelle davon fernhalten. Könntest du recht haben, mein Freund, könntest du recht haben. Hallo. Ich blas dich in Stücke. Ich hätte dazu gerne einen Samurai mitgenommen. Ich leg dich um. Ich werde dich so lange töten, bis du tot bist. Oh, haben wir schon wieder den nächsten Flügel. Oh. Dein letzter Stündlein hat geschlagen. Hoffentlich stirbt man der jetzt auch noch weg. Da oben ist ein Haufen wichtig aussehender Teile und Instrumente. Da muss auch der Generator sein. Weil du eine Ahnung hast, was Instrumente und so weiter sind. Glaubst du in deiner Zeit noch gar nicht, Mr. Cowboy. So ein DLC wäre jetzt echt für Fallout 4 auch nochmal geil gewesen. Das ist genau der Shit, den ich mache. Bin ich jetzt schon gespannt auf die anderen DLCs noch. Ich hab's gar nicht geschnallt, dass das mit der Enclave am Ende auch noch ein DLC war. Yes. Bestehen diese Türme aus Blitzlicht oder was? Mach schon. Willst du den ganzen Tag mit diesen Knöpfen spielen? Wir müssen weiter. Okay, es hat bestimmt später noch irgendeinen Sinn. So, einmal Heilungsbogen modifizieren. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist, aber... Es ist nicht gut. Sicher nichts Gutes. Pass auf, ich glaube, wir kriegen gleich Gesellschaft. Mann, mach ich bleib hier oben und nehme die Marsmenschen ins Visier. Wenn sie in die Nähe dieser Türme kommen, drückst du die Knöpfe und fackelst sie ab. Okay. Fliegende Schiffe. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Das ist ja cool. Shit. Ich habe keine Lust, hier oben zu verraten. Ah, Mieser. Fahre, nimm ich dich mit. Wer? Ich bring euch alle ins Grab. So. Ah, den habe ich doch erwischt, Gott. Vorsicht, ich Sie kommen rauf! So, nu. Warum fetzen das jetzt so rein? Achtung, es kommen noch mehr!
Ach, da schon wieder. Huh, knoppig, knoppig. Dein letzter Stückchen. Da ist er wieder. Mein Freund, der mysteriöse Fremde. Na, wie viel kommt denn da jetzt noch? Ich habe keine Lust, hier oben zu verrecken. Vorsicht, diese verdammten Dinger kommen aus dem Generatorenraum. Ach, das ist der Generator. Ihr Penner. Let's. Yippie-yay. Schweinebacke. Bring sie alle um. Noch mehr? Tatsächlich noch mehr. Das ist gerade wie bei Uncharted, das ist aber voll shit out. So, die kommen bestimmt gleich wieder da. Na los, die. Wenn ich zur Hölle fahre, nehme ich dich mit. Ich geh jetzt nochmal runter. Und quick save, so. Da bin ich ja schon gespannt auf Dings, Kingdom Come. Die haben da ein ziemlich witziges System für das Quicksave. Damit die Leute nicht immer quicksaven. Die haben wir da irgendwie, wenn man schnell speichern will, hat man da irgendwie so einen Schnaps oder sowas. Und den muss man dann trinken. Und je mehr man schnell speichert, umso mehr wird man alkoholabhängig in dem Spiel. Das ist doch irgendwie ziemlich geil gelöst. Aber es gibt dann im Spiel auch wichtige Entscheidungen, die Story und so weiter beeinflussen. So, die kommen aus dem Generatorraum. Wo ist denn der Generatorraum? Hä? Das ist doch gar nichts, der lügt. Lügenbold-Cowboy. Wer weiß eigentlich, dass du der Generatorraum bist? Wieder falsch gelaufen. Ich glaube eher, dass es hier oben weitergeht, oder? Natürlich, jetzt ist auch die Tür offen. Endlich. Legen wir diese Maschine lahm und verschwinden wir von hier. Hätte ich auch gesagt. So, dann gucken wir jetzt mal noch zu. Mach einen Generator kaputt. Damit wischen wir den Marsmenschen ordentlich eins aus. Wenn wir fertig sind, sollten wir zurück zu den anderen. Ja, sollten wir. Und jetzt geht der Teleporter, ich aber nicht. Gut, wurscht. An dieser Stelle gibt es eine Folgenpause. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.